Unterwegs in Groningen, eine Tour durch die niederländische Nachbarprovinz von Jan-Henry Waning. Van Lauwerszee tot Dollartau, van Drenthe tot aan het Wad, door Gruit, door Bluid, ein Wunderland, rondom ein Wunderstad. Ein Prunkje weil ein goden Rand is grün, Staden um Land. Ein Prunkje weil ein goden Rand is Stad en um Land. Ein Prunkjuwel im Goldrand, das ist Groningen, die Stadt und ihr Umland. Auf ihre Stadt und Provinz lassen die Groninger nichts kommen. Zwar hat die Provinz ganz im Nordosten der Niederlande zwischen Nordseeküste und deutscher Grenze nur gut 580.000 Einwohner und leben damit nur 3,5% der Niederländer hier. Dadurch erfreut sich aber die Provinz mit ihren Warft- und Wiesenlandschaften, Heide- und Ackergebieten wachsender Beliebtheit bei niederländischen und deutschen Touristen, die hier Natur, Ruhe und Weite genießen können. Bevor es aber in das Ommeland geht, wie die Groninger das Land um ihre Hauptstadt nennen, startet man am besten in der Metropole des niederländischen Nordens. Fast 50.000 der gut 180.000 Einwohner studieren an den beiden Universitäten, die das Stadtbild genauso prägen wie die unzähligen Fahrräder, die Groningen zur Fahrradhauptstadt Europas machen. Und gut jeder 10. Student kommt aus dem Oosterbuurland, wie die Niederländer ihren östlichen Nachbarn Deutschland auch nennen. Seit 2 Jahren bietet der VVV Groningen sogar Stadtführungen mit deutschen Studenten an. Ein idealer Einstieg in einen Groninger Urlaub. Fischmarkt. Das ist einer von diesen beiden Märkten, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Dieser Fischmarkt und der Fotomarkt zusammen ergeben halt diesen großen Markt an sich. Und das hier ist das Türmchen, wo wir losgelegt haben, dass wir eine Idee haben. Wir sind halt hier einmal so jetzt im Halbkreis rumgegangen in die Stadt. Ja, was gibt es zu diesem Markt noch zu sagen? Im Prinzip habe ich das vorhin schon gemacht. Aber was wir da noch nicht gesehen haben, ist dieses Gebäude. Das ist die Kornbörse, die Korenbörse. Und früher hat man, das sieht man auch überall, es sind so ganz hohe Fenster und auch oben die zweite Etage quasi, das ist alles verglast. Das hatte den Grund, deswegen auch Korenbörse, weil da Korn gelagert wurde und der Lichtfall oder das Sonnenlicht quasi genutzt wurde, um das Korn zu trocknen, um es zu bleichen und so weiter und so fort. Und auch die unteren Fenster waren oft offen, dass man reingreifen konnte, um zu sehen, wie gut ist denn das Korn und wie viel bin ich als Händler oder auch als Käufer dann bereit dafür zu bezahlen. Und so kam diese Interaktion und deswegen steht diese Kornbörse auch am Fischmarkt, weil hier auch gehandelt wurde. So, ja, später, was macht man mit diesem großen Ding hier mitten auf dem Markt? Hat man lange nach einer schönen Lösung gesucht und letztendlich hat man sich dafür entschieden, dass da ein Supermarkt reinkommt, um diese Tradition des Handelns beizubehalten. Und ich glaube, wenn Sie da mal reingehen, das ist der schönste Supermarkt, den Sie je gesehen haben, weil da halt diese hohen Glasfassaden und so, die sind nach wie vor alle erhalten und von drinnen kann man es auch schön sehen. Aber wir gehen jetzt nicht mit allem rein. So eine Stadtführung mit jungen Landsleuten kommt offenbar an. Also ich bin also sehr begeistert von der Stadt. Also was wir gesehen haben, mich interessiert persönlich das Geschichtliche. Und das hat es also sehr schön rübergebracht, da in dem Gästehaus oder die Judengasse. Also das war sehr gut. Und sie macht das, also hatte also Wissen und bringt es aber auch humorvoll rüber. Also, da kann ich unheimlich gut zuhören. Nach der Führung befrage ich Christa aus Osnabrück, die in Groningen Psychologie studiert. Ja, die Führung hat Spaß gemacht. Das war eine Gruppe aus dem Süden, das ist eher ungewöhnlich. Viele kommen aus dem Norden, weil der Weg einfach kürzer ist. Aber es war schön zu sehen, dass ja, aus jeder Ecke in Deutschland viele Spaß an Groningen haben und auch unterschiedliche Sachen interessant und spannend finden. Und man auch unterschiedlich mit jeder Gruppe interagiert. Das ist wirklich jede Gruppe individuell. Die Stadtführungen beginnen beim VVV auf dem Grote Markt, neben dem sich majestätisch das Groninger Wahrzeichen, der Martiniturm, erhebt. Auch ein Gang in die prächtige Martinikirche lohnt sich, wie ein Gespräch mit Tini de Haan von der Martinikirche zeigt. Für mich ist das
einer der schönsten Gebäude aus der Welt, dürfte ich ruhig mal sagen. Denn seit vielen Zeiten, Jahrhunderten, ist es die Martinikirche das Herz von Groningen. Und auch das Gebäude, wenn man da reinläuft, dann fühlt man natürlich auch ein bisschen diese Jahrhunderte in der Luft. Und wenn man rumsieht, da sind nämlich sowohl hier im Schiff, wo wir jetzt stehen, und auch im Chor sehr schöne Decken- und Wandmalereien. Nach einer Stadt- und Kirchenbesichtigung wird es Zeit für eine niederländische Spezialität, die es gleich neben der Martinikirche und dem VVV am schönen Marktstand von Trenco Neiboer gibt, Poffertjes. Aber was sind Poffertjes? Ja, Poffertjes ist eine Spezialität früher nur auf Jahrmärkte, in ein sehr luxuriöses eingerichtete Bude, wie ein alter Tingeltangel. Wir sind ja 40 Jahre in Groningen auf der Roten Markt. Poffertjes sind kleine Pfannkuchen von Buchweizenmehl. Ja, sie können mit was Likör, weil Deutsche haben gerne Likör, und im Sommer auch mit frischen Erdbeeren und Samen. Aber original ist mit Butter und Zucker, kommt immer dazu. Groningen wurde 2011 zur niederländischen Hauptstadt des Geschmacks erklärt. Denn nicht nur auf den beiden Marktplätzen, dem Grote Markt und dem Fischmarkt, gibt es in der Woche, was das Herz begehrt, auch in vielen kleinen Spezialitätengeschäften findet man Leckereien, die es längst nicht überall gibt. Wie zum Beispiel im Hansehaus an der Ahrkirche beim Fischmarkt, das an die hanseatische Tradition Gronings anknüpft. Das Hansehaus ist ein Laden, was nach alten Betrieben sucht in Europa und die ab 100 bis 600 Jahre schon bestehen und schöne Sachen machen. Und wir suchen in Hansestädte und alte Handelsunternehmungen in Europa. Wir haben Einbecker Bier. Oh, Bier ja. Vom Einbecker. Wir haben Lübecker Marzipan. Von Hamburg. Van Michelsen Rote Krütze und Honingsorten und Vanille, Schoten, was noch mehr. Ach, alle ostfriesische Tee. Der Handel mit aller Welt machte Groningen reich. Doch Reichtum lockt Begehrlichkeiten, wie zum Beispiel im Jahr 1672, das zum Groninger Schicksalsjahr werden sollte. Damals rückte der Münsteraner Bischof Bernhard von Galen mit seinen Truppen und Kanonen an, um sich die reiche Stadt Groningen einzuverleiben. Trotz wochenlangen Beschuss der Stadt, dem der Bischof seinen Beinamen Bombenbehrend verdankte, konnte die wehrhafte Stadt nicht erobert werden. Egge Knoll, Konservator am Groninger Museum, erklärt mir, wie ein Bischof aus Münster auf den Gedanken kommen konnte, sich unbedingt diese Stadt unter den Nagel reißen zu müssen. Das kommt, weil vor 1648 die Niederlande noch ein Teil von das deutsche Heilige Römische Reich gewesen ist, und die Bischof von Münster hat in die Niederlanden einige Eigentümer in Westerwolde in Groningen, waar er Herr, und auch in das Osten der Niederlanden in Achterhoek und Twente hat er Eigentümer, und außerdem war er auch kirchlicher Bischof gewesen von das nördliche Teil von der Provinz Groningen. Der Ommelanden waren ein Teil von das Dekanat Frisia, ebenso das westliche Teil von Ostfriesland. Und zwar hat der Papst das schon im 16. Jahrhundert von dem Bischof von Münster abgenommen, um eine kirchliche Reorganisation zu organisieren, aber das hat nicht wirklich ausgewirkt. Die Reformation war schon zu weit, aber die Bischof von Münster hat natürlich die Idee, dort liegt mein Dekanat Frisia, dort liegt mein Eigentum Westerwolde, das gehört eigentlich mich, und außerdem sind sie dort noch Protestants auch, und wenn ich das erobere, können sie wieder richtig katholisch werden und habe ich meine Eigentümer zurück.
Wir bewegen uns raus aus der trubeligen Stadt in Richtung Nordwesten, in die Region Middag-Hümsterland, die zu den ältesten Kulturlandschaften Europas zählt. Zwischen fetten Wiesen und Warften mit romantischen Kirchen finden sich hier aber auch Kuriositäten und Überraschungen für Auge und Ohr. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Er, der Liebe genommen, er, der immer war. Das Sanctus von Schubert wird hier wunderschön von Jan Meusen aus Aduard gesungen, und zwar in einer Kirche, die recht ungewöhnlich ist. Jan Meusen ist Gästeführer in einer Privatkirche, die sich Bauer Albert Hagmar von 1985 bis 1998 aus reinem Spaß an der Freude in seinen Garten in der Nähe von Aduard baute. Ein typisch Groninger Bauer, könnte man sagen, eigensinnig und selbstbestimmt. Denn natürlich hatte Albert Hagmar keine Genehmigung hierfür. Und so wollte die Gemeinde das private Gotteshaus nach Vollendung auch zunächst abreißen. Aber welche Gemeinde verzichtet schon freiwillig auf eine Touristenattraktion? Wie Jan Meusen, der noch selbst an der Kirche mitgebaut hat, verschmitzt erzählen kann. Oh ja, da war immer wieder Blitz und Donner. Ja, er hat Baustopps gehabt, und, aber er war ein freier Bauer und er hat da nicht viel von gemacht. 17 Meter lang, 5 Meter breit und etwa 7 Meter hoch. Die Kirche, die Turm ist höher. Wir haben gebaut 13 Jahre, jeden Morgen um 5. Von der Bauernkirche Albert Hagmars geht es über das schöne Warfdorf Esinge, in dem sich auch das Warftmuseum der Provinz befindet, ins idyllische Einrüm. Dort befindet sich das Senfmuseum und Senfrestaurant von Behrens van der Veen. Senfsuppe ist eine alte Groninger Spezialität, die sich kein Gast in Groningen entgehen lassen sollte. Behrens van der Veen gibt gerne seinen Senf dazu. Die Senfmacherei ist eine Senfmacherei und ein Museum. Ich mache eine Rundleitung in der Senfmacherei, dann erzähle ich von alles über Essigmacherei, want man braucht dus Essig voor de Senf. Ik vertel van alles über de planten, de Senfpflanzen. En ik vertel wie ik Senf mag en wat man er anders mit machen kan. Maar wat natuurlijk het belangrijkste is hier in Groningen, de Senfsuppe. Want dat is echt een Groninger gerecht van früher aus. Man wird auch immer mit, eigentlich immer mit Kroffen Senf gemacht, want dan had man nog bis in een Suppe. Want dat moet ook zijn. Want de Suppe is ook, kan ook ziemlich scharf zijn. We maken hem dan dat eigenlijk jeden het lekker vindt. Wenn ik het mag, zoals ik het lekker vind, de meeste Leute die zeggen: er is viel te scharf. Want dat moet ook niet. Ja. Zo. Dat is jetzt die Senftonne. Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich muss es in einem einzelnen Fass sitzen. Naja. Aber das macht gegenwärtig nicht mal mehr. Mal riechen? Ja. Und gut riechen. Oh. Ja. Das ist scharf. Das ist ganz gesund. Ja. Das ist gut für den Luftwegen und gut, für, wenn man verkalten ist. Und das ist auch ein scharfer Senf. Und Senf muss scharf sein, sage ich immer. Anders ist es kein Senf. Von Einrüm aus geht es nach Pieterbüren in Richtung Wattenmeer, das jüngst zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurde. Vom Örtchen Pieterbüren aus werden Wattwanderungen bis hin zur westfriesischen Insel Schiermonnikoog angeboten. In Pieterbüren, das auch der Startpunkt des längsten niederländischen Pilgerwegs ist, dem Pieterpad, befindet sich auch die in den Niederlanden berühmte Seehundstation von Leni Tart. Ja, wir fliegen hier Seehunde und das sind so 450 jedes Jahr. Und ja, wie Sie sehen, sind sehr schöne Tiere.
Und ja, sie sind hier gekommen, und weil sie krank sind oder weil es Babys sind, die keine Mutter mehr haben. Wir sind hier ja 3 Kilometer vielleicht noch von der Nordseeküste weg. Ja. Und dort landen die dann, oder? Dort ja, das oder auf die, wie heißt das, die Eilande? Die Watteninsel. Die Watteninsel, ja, das stimmt. Von Pieter Buren sind es nur noch gut 3 Kilometer bis nach Noordpolderzeil, dem kleinsten Hafen der Niederlande, von wo aus die Wattwanderung starten und wo meist nur ein Fischerboot liegt. Ansonsten befindet sich hier nur ein kleines, aber ungleich uriges Café, in dem vor Jahren Bob Dylan während einer Fahrradtour einen Kaffee getrunken hat. Man erzählt sich, dass ein Groninger an der Theke den Baden erkannte und den Wirt erstaunt fragte, ob der denn wisse, dass da der weltberühmte Bob Dylan neben ihm sitze. Kann mir egal sein, soll der Wirt auf typisch trocken, wortkarge Groninger Art geantwortet haben, solange er seinen Kaffee mal bezahlt. Typisch für Groningen sind nicht nur seine urigen Einwohner, sondern auch die Borchen. Borchen sind Landsitze reicher Groninger Bauern, die es im Mittelalter zu Hunderten in der Provinz gab. Heute sind noch 14 Borchen erhalten. Manche sind als Museum eingerichtet, wie zum Beispiel die eindrucksvolle Menkemarborch in Oethuizen oder die Freiemarborch in Schlochteren. In der Freiemarborch erklärt Daan Hogekamp, was es mit den Borchen genau auf sich hat. Eine Borch, wie wir das haben hier in Schlochteren, das ist entstanden als eine Fluchtburg in ungefähr 1300. Und später ist es ausgedehnt und hat man de Borch bewoond. Wenn es problemen gab in deze gegend, dan kamen die inwoners van die Bauernhöfe hier in die gegend, kamen hier in de Borch zum Schutz. En wenn de Feind wieder abgezogen war, dan ging man wieder zurück aan die Bauernhöfe. Fluchtburgen hadden zeer viele gegeben, vielleicht 300, aber er sind nur wenige, die ausgebaut sind zu einer Borch. En dat is, weil früher war es nur een Fluchtburg. Und dann wurden die Waffen in ungefähr 1500 so stark, dass es keinen Zweck mehr hat, um diese Fluchtburgen zu haben. Steinhäuser werden die auch genannt. Und das sind verschiedene, ungefähr 15, die sind ausgedehnt und die sind so gemacht, dass man darin leben konnte. Und das waren am meisten waren das reiche Leute, die möchten Kinder zeigen, dass sie Wohlfahrt hatten. Und die haben das Schöne gemacht und so weiter, einen Turm dazu gebaut und das sind Prachthäuser geworden. Während im Norden der Provinz, im sogenannten Hocheland, die Landwirtschaft dank der Schlickböden florieren konnte, bestanden große Gebiete südlich der Stadt Groningen bis in das 20. Jahrhundert aus unzugänglichen Moorgebieten. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Moore nach und nach abgebaut und kolonisiert. Diese Geschichte zeigt das Moormuseum, das Veenkolonialmuseum in Veendam. Bei einem Spaziergang durch das modern und anschaulich eingerichtete Museum entführt die Leiterin Petra Maters den Besucher in vergangene Jahrhunderte. Nach den Jäger änderte sich das Klimat und kam das Moor kam hoch und sehr hoch, 4 bis 10 Meter hoch war es denn. Und um 1600 kamen die Leute um das wie in eine Kolonie, um das zu entrinnen. Abzubauen, den Torf, ne? Ja. Wir sehen hier nämlich gerade. Jetzt sind wir, glaube ich, im 16. Jahrhundert dann, wie der Turf hier abgebaut wird. Und wenn die Leute hier kamen, das Turf zu holen, entstanden an die Seite von die Kanäle entstanden die Häuser. Und dann hatte man jetzt ein Kettendorf, ein Kanaldorf. Und das sieht man hier in die Veenkolonie, sieht man das regelmäßig. In Stadskanaal, in Kiel-Windeweer ist es noch original, in Kiel-Windeweer. Und ist eben auf die Liste von UNESCO will man kommen, denn das Landschaft ist noch original.
Die Kanäle, die sind gegraben worden mit dem Hand, ja, mit dem Hand gegraben worden. Und die hat man einen Hauptkanal und Seitenkanäle hatte man. Und so das Landschaft ist wie ein Kolonie, ja. Sieht das aus. Und jetzt hat man noch einige Plätze, wo man das sehen kann. Ja, 17. Jahrhundert und jetzt im 19. Jahrhundert mit den Schifffahrt, die Schiffe, die man brauchte für das Dorf, die werden größer und größer und größer und man ging wie in die Hansedörfer, ging man Handel treiben und mit Estland, Lettland, Litauen, mit Russland, man fuhr auch nach England Getreide, alles. Da hier sind wir in ein Stückchen Museum, dass es nicht immer gut ging auf das Meer, dass es auch Schiffbrüche gab und hier sieht man, dass eine Frau gestorben ist auf das Meer. Aber ihr Mann wollte nicht, dass sie ihm ins Meer geworfen wird. Ja, und hat man hier in eine Tonne Geneve mitgenommen nach Veendam. Das ist unglaublich. Der Abbau der Moore in Groningen war eine Landschaftsumgestaltung von gigantischen Ausmaßen. Genauso wie die Landgewinnung, die Einpolderungen an der Nordsee und am Dollart. Dass Niederländer keine Hemmungen haben, ganze Landstriche neu umzugestalten, zeigt sich im Projekt Blaue Stadt. Nördlich der Stadt Winschoten, auf halber Strecke zwischen der Stadt Groningen und der deutschen Grenze, wurden seit 2005 über 800 Hektar Land für ein riesiges Infrastrukturprojekt geflutet. Die Blaue Stadt soll eine futuristische Siedlung mit gut 1500 Häusern werden, die sprichwörtlich nahe am Wasser gebaut sind. Marco Brunhoff, Geschäftsführer der Blaue Stadt Gesellschaft, erklärt die Grundidee und die Vision der Blauen Stadt. Die Blaue Stadt ist eine Entwicklung, um eine strukturschwache Region zu unterstützen. Das Idee ist entstanden in der Anfang 90er Jahre, um hier eine Infrastruktur zu entwickeln mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen und eigentlich eine neue touristische Infrastruktur herzustellen. Die See ist ungefähr 600 Hektar. So, wenn man das vergleicht mit Seen in Holland wie das Schneekermeer, ist das die gleiche Umfang. Das hat auch einen Zweck, das ist auch eine neue Wohnumgebung zu schaffen, mit das Ziel, auch neue Anwohner in diese Gegend, neue Leute zu verführen, um hier zu wohnen. Das ist, teilweise sind das Leute aus dieser direkten Umgebung und teilweise sind das Leute aus im Westen des Landes. Das hat viel Geld gekostet. An der einen Seite brauchte man nicht Grund aufzuheben und ein Loch zu machen. Das war schon von Geschichte her entstanden durch die großen Stürme in die 17. 16. Jahrhundert. Sind die Deichmann durchgebrochen und ist hier natürlich ein großes Loch entstanden. Was man getan hat, ist nur ein Deich herumsetzen und Wasser zuzufügen und da war das Meer schon. Dazu natürlich hat man die Insel geschaffen und die Entwicklung von Grundstücken für die Bebauung der Häuser mussten wir natürlich auch realisieren, inklusive Infrastruktur, Straßen und so weiter und so weiter. In direkter Umgebung sind jetzt 180 Häuser gebaut, das leben ungefähr 400 bis 500 Leute. Was ist die Zukunft dieser Entwicklung? Das ist Nummer eins, ist das touristische Infrastruktur. Und man sieht, es ist nicht nur Wasser zu fahren mit Boot, Segelboot und Motorboot, aber es geht auch um Radfahrwege. Die ganze Umgebung ist darauf eingerüstet, um sich weiter zu entwickeln in die touristische Infrastruktur. Wir hatten ja am Anfang 50 Anlegeplätze und nun sind wir über die 600 und in einigen Jahren wird es über 1000 geben. Nur wenige Kilometer südlich von Blaue Stadt liegt das kleine Örtchen Heilige Lee, das aber allen Niederländern durchaus bekannt ist. Schließlich schlug in Heilige Lee die Geburtsstunde der Niederlande, als im Jahre 1586 die erste Schlacht im 80-jährigen Krieg der aufständischen Niederländer gegen die spanischen Besatzer geschlagen wurde. Daran erinnert heute ein kleines Museum. Gleich gegenüber dem Museum
befindet sich das urige Glockengießereimuseum, durch das Tamutjat Backe anschaulich seine Besucher führt. Ja, es gibt alles zu sehen, was betrifft Glocken. Zu sehen sind die Glocken aus Tirol. Ja, schöne Glocken. Mit lesen Glocken, bronzen, tinnen, steinen, alles wat. Ja? Ja. Dann gehen wir weiter. En dan gaan we naar die filmzaal, waar ze in die steen, ja, waar ze kunnen zitten, naar die film te zien, hoe een klok werd gemaakt. Daar waren die ganze kiesgruben. Waar ze koeken naar die oude oven. Ja, dat is alles wat overgebleven is. Ja. We gaan weiter naar die klokken, om een erzählt, mensen, wat is eigenlijk het verschil is tussen een bronzen klok. Ja, nou, dan hebben we nog twee grote klokken die hier gekost zijn in 1906, ja, voor de domtoren in Utrecht. En ja, zal ik even, we zullen wel aan de... Dat zijn vreugdelijke klokken. Ja, er werden klokken gemaakt voor... Hochzeit, Geburte und so. Und da werden auch Glocken gemacht, vor wenn jemand stirbt und begraben wird. Dann haben wir diese Klang. Der Befreiungskampf der Niederländer im 80-jährigen Krieg lässt sich im Osten der Provinz Groningen entlang der deutschen Grenze heute noch erleben, nämlich in den Schanzen, die hier von den Oraniern, die die Niederländer gegen die katholischen Besatzer anführten, errichtet wurden. Eine kleine, aber feine Schanze befindet sich heute noch im Dörflein Oude Schrans, zu Deutsch Alte Schanze, bei Winschoten. Dort führt Abel Bulema Besucher durch die idyllisch gelegene Schanzenanlage. Oude Schanze ist entstanden im 80-jährigen Krieg, der Freiheitskrieg der Niederlande von Spanien. Er war ein Moor am Ostende Hollands. Dann, und die Stadt Groningen war noch katholisch und spanisch. Die Umgebung war protestant und von den Nassaus. Dann hat man versucht, die Stadt Groningen zu isolieren von deutsches Hinterland. Durch das Moor waren einige Tangers. In ein davon war, wo nun Oudeschans liegt. Man hat versucht, die Tange zu befestigen durch eine Festung, die in die Schleuse von Bellingwolde gemacht wird. Wenn man eine Schleuse beherrscht, kann man das Hinterland unter Wasser setzen und damit die Feind versuchen abzuwehren. Die spektakulärste Schanze befindet sich jedoch in Burtange, das direkt an der deutschen Grenze auf der Höhe von Papenburg liegt. Willkommen im Jahr 1742, heißt das Motto der komplett restaurierten Schanzenanlage, die mit ihren Museen, Galerien und Cafés zahllose Gäste aus Deutschland und den Niederlanden anlockt. Schanzenführer David Schrür kann die Geschichte Burtanges gekonnt veranschaulichen. Früher war das Moor hier, das war eine gute Grenzverteidigung, aber da waren einige Wege durch das Moor, dass man ja, über die Grenze eigentlich in die Niederlande reinkommen konnte. Und ja, um das zu verteidigen, eigentlich hat man hier der Festung gebaut. Und ja, ursprünglich eigentlich, um die Stadt Groningen zu befreien im 80-jährigen Krieg. Sie haben in Deutschland die 30-jährige Krieg, das sind die letzten 30 Jahre von unserem 80-jährigen Krieg. Und die Stadt Groningen war in spanische Handen und um die zu befreien, hat man gesagt, wir schließen alle Verbindungswege mit der Stadt Groningen ab, dass der Spanische kein Essen, kein Waffenzeug mehr der Stadt inbringen konnte. Und dann, ja, hier war dann ein von den Wegen, ein Tange, ein Sandrucker und hier hat man dann die Festung gebaut, um diese Verbindungsweg abzuschließen. Lange Zeit war da keine Festung hier mehr, war ein normales Dorf und man hat alles eigentlich wieder hergestellt. Und ja, heute dann natürlich nicht für die Verteidigung, aber für das Tourismus. Ja.
Sie können hier selbst spazieren, gucken, wie das anhat gesehen hier früher in 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Sie können einen Film sehen über die ganze Geschichte von warum das hier gebaut ist, was hier passiert hat. Wir haben ein archäologisches Museum mit Gebrauchsgegenständen, die hier zurückgefunden sind, mit der Wiederherstellung von der Festung. Wir haben auch eine Synagoge, eine jüdische Gemeinde ist hier lange Zeit gewesen und ist hier eine alte Synagoge dann auch gewesen, ist auch ein Museum. Eine Kapitänswohnung, wir haben auch Führungen, Stadtführungen hier durch der Festung, dass ja, für Gruppen zum Beispiel, dass wenn Gruppen kommen, dass sie etwas mehr Information bekommen dann. Einmal im Jahr haben wir hier die Schlacht um Hut hangen eigentlich. Eines Jahr die 80-jährige Kriegsschlacht und nächstes Jahr die Napoleonische Schlacht. Und dann ist ein ganzes Wochenende, dann ist hier das ja, Soldaten der Festung einnehmen und bewohnen und kämpfen und leben, wie die Soldaten früher haben gelebt. Das sind die Reenactors, die das machen. Jeden Sonntag haben wir auch, der Festung steht voll mit alten Kanonen und einige von den Kanonen, die brauchen wir noch immer. Nicht vor der Feind, aber dann natürlich, aber dann vor Demonstrationen. Nicht für die Deutschen. Nicht für die Deutschen, aber die Deutschen sind nicht unsere Feinde natürlich, nicht mehr. aber ja, Demonstrationen jeden Sonntag um 3 Uhr ist das, von April bis November haben wir eine Demonstration mit einem großen Kanon, ein 24 Pfunder, das wir dann abfeuern. Für die Menschen, die dann kommen und das angucken wollen. Ein altes Kanon, wie man das früher hat gemacht. Die Provinz Groningen ist aber nicht nur für seine historischen Schanzen, Borchen und Warften bekannt, sondern auch für seine mittelalterlichen Kirchen, die vor allem im 11. und 12. Jahrhundert auf vielen Warften errichtet wurden. Oftmals können die Backsteinbauten besichtigt werden und man muss sich nicht wundern, wenn an der Kirchentür ein Zettel mit einer Adresse hängt, wo man den Kirchenschlüssel bekommen kann. Unter Musikfreunden sind die Groninger Kirchen berühmt für ihre Schnitgerorgeln, wie man sie zum Beispiel in der prächtigen Kirche von Nordbruck hören kann. Dort treffe ich auf die Organistin Leonore Lüpp. Das Besondere ist eigentlich, dass es ein noch nicht restauriertes Orgel ist. Die meisten Orgeln hier in der Gegend sind schon restauriert, auf einige, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau welche. Aber diese ist noch nicht restauriert worden und das wird in Zukunft natürlich nötig sein, weil es, man kann nicht immer warten. Aber wir haben so lange gewartet, weil es noch in so einem guten Start ist eigentlich. Und was macht eine Schnitgerorgel aus? Was ist das Besondere? Ja, es ist immer schwierig zu sagen. Ich denke, ein Schnitgerorgel hat das Plenumklang hat etwas Spezielles, etwas sehr Räuschendes. Und wie sagt man das? Im Holländisch weiß ich das schon, aber. Sagen Sie es mal auf Holländisch? Brillant. Plenumklang ist brillant. Ja. Groningen ist eine geistreiche Provinz, die im Mittelalter von zahllosen Klöstern übersät war. Die Mönche und Nonnen waren es, die viele Moorgebiete urbar machten und Deiche zogen. Die Geschichte der Klöster lässt sich im Klostermuseum Aduard nachvollziehen oder auch ganz im Süden der Provinz in Ter Apel, wo das einzig erhaltene Kloster steht und einen wunderbaren Einblick in eine mittelalterliche Welt erlaubt. Die Klosterführerin Anastasia weiht niederländische und deutsche Besucher in die Geheimnisse des Klosters Ter Apel ein. Ja, eigentlich, da waren 34 Klöster hier in ganz Provinz Groningen, also dann damals sprechen wir 1465, 1593, da kam ja diese Reformation. Ja, die waren ganz wichtig. Eigentlich hatten die viele Hektar Grund und die bearbeiten dieses Grund. Und da war ja auch noch später diese Sache mit dem Provinz, dass die hier übernommen haben, diese Sachen. Und weshalb war dieses Kloster wichtig hier im Westerwolde? Das war ein Handelsweg sozusagen vom Münster,
nach Groningen Stadt durch das Moor. Also das war wirklich ein Gasthaus für viele Pilger oder Handelsleute. Ja, sehr wichtig. Die Kreuzherren hatten ja die Sache mit Seelensorge und auch Krankenpflege, und die haben auch Bücher geschrieben, also Texte von Büchern geschrieben. Und wir haben hier einen Krankensaal rekonstruiert nach dem Krankensaal vom Kloster Bentlager. Unsere deutschen Gäste sagen auch immer, das ist hier eine Atmosphäre, also erhabene Ruhe, devote Atmosphäre, das ist das Erste, was die sagen. Und natürlich, ja, Programme gibt es mit Kaffee und Kanonikerkuchen und Kreuzherrenkuchen im Klostercafé. Und dann hat man eine Museumführung mit einem Museumsführer. Das könnte eine Stunde oder eineinhalb Stunden dauern. Und ja, man kann dann noch ein Mittagessen, wir nennen das Klosterlunch, also mit einem Augenwinkel nach dem Mittelalter. Man bricht das Brot zusammen mit Honig und Gelee und Fleisch. Also das kann man so auf Wunsch machen. Ich mache das ganz gerne. Ter Apel liegt direkt an der deutschen Grenze. Und damit sind wir auch an das Ende unserer Reise durch die Stadt und Provinz Groningen angelangt. Wer mehr über Groningen erfahren möchte, wird auf www.groningen.de fündig. Vielleicht konnten Sie ein wenig nachempfinden, dass die Groninger stolz über ihre eigene Provinz sagen, er gaat niets boven Groningen. Es geht nichts über Groningen. Vielleicht sieht man sich hier einmal. Und bis dahin, tot ziens. Van Lauwerszee tot Dollartau, van Drenthe tot aan het Wad, door Gruit, door Bluid, ein Wunderland, rondom ein Wunderstad. Ein Prunkje weil ein goden Rand ist grün, starren um ein Land. Ein Prunkje weil ein goden Rand ist Stadt in ome Land. Da brust de See, da huilt de Wind, da soest an dicken Watt. Moor rustig waakt en wuilt het volk van Laugenstad. Ein pronkje wel een golden rand, is grun starren om een land. Ein pronkje wel een golden rand, is stad en om een land. Daar woont de degen, degelijkheid, de willen vast als stol. Door vuilt het haar wat tongen spreekt in richt en slicht het hol. Een pronkje waar een golden rand is grun, starren om een land. Ein Prunkje, weil ein golden Rand ist das.